Möchtest du eigentlich, dass ich dich anlüge? Oder möchtest du lieber die Wahrheit hören? Eine simple Frage mit einer schwierigen Antwort. In der Regel würde man sich natürlich für die Wahrheit entscheiden. Man möchte doch auch keine Freunde, die einen dauernd anlügen. Man möchte doch immer wissen, woran man ist. Ich möchte meinen Freunden ja auch vertrauen können. Obwohl dies also so klar scheint, dass man natürlich die Wahrheit möchte, gibt es auch Bereiche, wo es nicht so leicht ist. Wo die Wahrheit wehtut, wo man sich verletzt fühlt. Nicht mit jeder Wahrheit kann man umgehen. Und oft möchte man gelobt werden und Anerkennung bekommen. Schmeicheleien oder auch einmal ein Lob, dass das Essen gut geschmeckt hat, möchte man ja gerne hören, weil man sich dann gut fühlt. Was also, wenn das Essen nicht geschmeckt hat? Traut man sich zu sagen, heute hat es mir nicht geschmeckt? Das könnte den Gegenüber, der sich Mühe gegeben hat beim Kochen, verletzen. Daher ist es auch wichtig, wer die Wahrheit spricht, sollte immer auch über seine Gefühle sprechen. Er sollte sagen, es hat mir nicht geschmeckt, aber ich finde total toll, dass du dir so viel Mühe gibst, für mich jeden Tag zu kochen. Ich schätze dich, ich habe dich lieb und finde toll, dass du für mich da bist. Dass ein Mensch sich definiert dadurch, dass er gut gekocht hat, ist eigentlich traurig. Wir sollten die Menschen und unsere Freunde und Bekannte und alle Menschen dieser Welt schätzen für das, was sie sind und nicht für das, was sie kochen können, tun können, gearbeitet haben. Also schätze dein Gegenüber, dann kann dein Gegenüber auch verkraften, wenn er mal nicht gut gekocht hat. Es gibt sicherlich andere Werte, anderes, was viel wichtiger ist, und das sollten wir ihn spüren lassen. Wenn wir uns nie trauen, Kritik zu üben, können wir die Realität auch nicht verbessern. Wir müssen sagen, dass das Essen nicht geschmeckt hat, damit wir es ändern können, damit wir mehr Salz nehmen, weniger Salz, andere Gewürze, damit wir einfach Einfluss nehmen. Lügen und Illusionen und Masken verhindern eine Veränderung, blockieren, sie stoppen, sie sind Sackgassen. Es mag nicht einfach sein, es mag viele Probleme geben und man muss sich vielleicht langsam herantasten, aber der einzige Weg, uns zu verändern und besser zu werden und wirklich wir selbst zu werden, ist, diese radikale Ehrlichkeit anzustreben. So viel Ballast fällt uns von den Schultern, wenn wir nicht mehr das sein müssen, was der andere erwartet, wenn wir nicht mehr sein müssen, was wir uns selbst aufzwingen, weil wir denken, weil wir für den anderen denken, was wir sein müssten, damit er sich gut fühlt. Ich jedenfalls möchte Freunde haben, die nicht meine Masken mögen. Ich möchte Freunde haben, die mich mögen. Und außerdem kann ich am wirksamsten agieren, wenn ich selber stark bin. Und ich bin stark, wenn ich der bin, der ich sein möchte und sein kann und der zu mir passt. Wenn ich mich nicht verstellen muss. Wenn ich aufgehalten bin durch den ganzen Stress, eine Lüge aufrechtzuerhalten oder eine Maske zu tragen und gar nicht mich traue auszusprechen, was wirklich in mir ist, dann weiß ich nie, ob mein Gegenüber sich auch verstellt und wir nur in einem illusionären Spiel aneinander vorbeitanzen und uns nie wirklich in die Augen sehen. Wie ein Rollenspiel, wo keiner wirklich der Richtige ist, wo jeder eine Fälschung von sich selbst ist. Irgendwann muss einer mal anfangen, wahrhaftig zu sein, und der andere zieht dann nach. Es ist ein Kaskadeneffekt, es ist ein Effekt, der durch die ganze Realität schwappen könnte, wenn man damit beginnt im großen Stil. Natürlich, die ganzen Lügner und Fälscher und Illusionäre, die haben dann keinen Platz mehr. Sie würden überflüssig werden. Falls man diese Abzocker und illusionäre Leute ausfindig machen könnte, haben diese natürlich total schlechte Karten. Das würde natürlich auch bedeuten, dass ich dem anderen keinen Teppich mehr an die Backe quatschen kann oder einen Kühlschrank verkaufen, den er gar nicht braucht. Es hätte Auswirkungen auf die Gesellschaftsstruktur bis in jeden kleinsten Arbeitsplatz hinein. Jeder würde eine Arbeit tun, die ihm entspricht und die ehrlich in der Gesellschaft vonnöten ist. Radikale Ehrlichkeit führt zur Selbsterkenntnis. Sie zwingt einen selber und auch das Gegenüber zum Wachstum.
Man kann nicht einfach stehen bleiben und sich in Illusionen ausruhen, sondern es geht weiter. Niemand ist gezwungen, hundertprozentig ehrlich zu sein. Niemand ist gezwungen, das perfekt zu verwirklichen in allen Situationen. Wenn ich weiß, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere, dann würde ich auch nicht radikal ehrlich sein. Ich würde es anstreben, aber dort, wo ich weiß, die Leute kommen damit klar. Ich werde auch testen, ob die Leute bereit sind und Schrittchen für Schrittchen in diese Richtung weitergehen. Radikal ehrlich zu sein bedeutet auch zu sagen, hier ist ein Punkt, über den ich nicht reden möchte. Das ist völlig legitim. Nur weil ich radikal ehrlich bin, heißt es nicht, dass ich alles ausplaudere oder Geheimnisse von Dritten weitergebe. Nein, es heißt ja nicht, dass ich durchschaubar, durchsichtig werde. Es ist einfach das Aufgeben vom Konstruieren. Ich höre auf zu raten, was der andere wohl denken würde und wie ich jetzt handeln muss, damit der andere gut von mir denkt oder selber zufrieden ist. Ich selber gehe in Resonanz mit dem Gegenüber, mit meiner eigenen Art, so wie ich bin und nicht, was ich vortäusche. Damit wird das ganze System klarer, ehrlicher, konstruktiver. Die Zukunft wird formbar, veränderbar. Und so habe ich die abschließenden Worte. Nimm an, das, was da ist. Denn damit geht es weiter in die Zukunft. Mit Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit formen wir am leichtesten das gemeinsame Voranschreiten unserer gemeinsamen Zukunft.